Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Security Meetup, unserem Jubiläumsformat. Ja, das Fraunhofer SIT wird 60 und da haben wir uns überlegt, machen wir mal ein bisschen was anderes als die typischen Webinare und haben uns für ein kleines, kompaktes Format entschieden. Wir geben immer einen kurzen Impuls, der gefolgt ist von einem extensiveren Networking. Und haben das Ganze verbunden mit unserem Alumni-Netzwerk. Und jedes Mal wird der Impuls deswegen von einem Alumni gegeben, der uns Einblicke in die Cyber-Security-Themen seiner Welt gibt. Und heute freut es mich ganz besonders, den Dr. Rolf Reinemar hier bei uns begrüßen zu dürfen. Rolf Reinemar verantwortet global als Vice President IT Workplace, IT Infrastructure and Operations und IT Security. Rolf Reinemar war, also ich habe schon mit ihm zusammenarbeiten dürfen hier am Fraunhofer SIT. Er hat in Darmstadt promoviert, war bei Fraunhofer SIT auch in der Leitung aktiv und ist dann im Anschluss zu Vodafone gegangen, anschließend wieder zu Siemens, also hat einen reichhaltigen Erfahrungsschatz und ja, im Vorgespräch hat er gesagt, IT Security läuft jetzt quasi nur noch als einen Bereich, aber er hat dann natürlich große Expertise und freue mich sehr, dass er uns heute Einblicke gibt über das, was er mit ZF Friedrichshafen AG zusammen gestaltet. Unter anderem gibt es hier Einblicke natürlich in das AI Center und deren Aktivitäten, das in Saarbrücken aufgebaut wird. Ja, ich würde sagen Hallo Rolf und würde dich bitten, dich einzublenden. Und dann können wir auch gleich beginnen. Kurz vielleicht, während der Rolf sich fertig macht, noch kurz ein paar Hinweise. Wir haben jetzt hier eine neue Plattform in diesem Mal im Einsatz. Das heißt, Sie müssen sich vielleicht ein bisschen umstellen, wenn Sie die vorherigen Events mitbekommen haben. Am günstigsten ist, Sie benutzen den aktuellen Firefox oder Chrome-Browser. Sie müssen natürlich sicherstellen, dass AirMeet Kamera und Mikrofon nutzen kann. Und ja, Sie können immer natürlich die Leiste benutzen mit Ihren Chats und können uns da die Fragen auch zu dem Vortrag von Rolf Reinemar übermitteln. Die werden wir dann im Anschluss kurz stellen. Und nach dem Vortrag gibt es dann die Möglichkeit, ich sag mal so doppeltes Networking zu machen. Sie können entweder am Speed Networking teilnehmen oder Sie können an den Tischen sich verlustieren. An Tisch 1 wird Dr. Reinemar im Nachgang sein und dort auch für Ihre Fragen oder einfach andere Gespräche noch zur Verfügung stehen. Und ja, wenn es Fragen gibt, können Sie mich gerne auch über den Chat kontaktieren oder auch die Kollegen im Hintergrund. Ich wünsche viel Vergnügen erstmal und viel Freude beim Vortrag von Rolf Reinemar. Rolf, du hast die Bühne. Ja, hallo, vielen herzlichen Dank. Danke, Oliver, für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier ein bisschen einen Einblick geben darf, mit welchen Cyber-Security-Themen wir uns hier bei der ZF so beschäftigen. Passt auch ganz gut. Beim letzten Mal war ja der Mario Hoffmann dabei, der ein bisschen Einblick gegeben hat, womit sich eine Continental so beschäftigt. Und ich dachte, wir knüpfen ein bisschen daran an. ZF ist ja einer der weltweit größten Automobilzulieferer. Zugegebenermaßen sind Continental und Bosch immer noch ein bisschen größer als die ZF, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wer jetzt an die ZF denkt, denkt an erster Linie Zahnradfabrik Friedrichshafen. Natürlich machen wir auch nach wie vor Zahnräder, gar keine Frage. Aber die ZF, wie gesagt, ist der weltweit drittgrößte Automobilzulieferer. Wir machen deutlich mehr als nur Zahnräder. Wir sind natürlich im Automotive-Bereich unterwegs, sowohl was das Thema Personenfahrzeuge angeht, als auch Nutzfahrzeuge, aber auch in industriellen Anwendungen bis hin zu großen Windkraftturbinen. Wir machen im Prinzip alles, was mit Sensorik und Aktorik im Fahrzeug zu tun hat. Den kompletten Antriebsstrang, allen voran unsere Getriebe, aber auch Lenkung, Kupplung, beispielsweise komplette Fahrwerkssysteme. Wir sind im Safety-Bereich unterwegs, was Gurtsysteme, Airbags angeht. Wir sind natürlich wie viele andere auch im Bereich Automated oder Assistant Driving unterwegs, Kamerasysteme, Radar, LiDAR-Systeme, haben aber auch mit unserer Pro AI-Plattform
eine der leistungsstärksten Computing-Plattformen für das autonome Fahren im Moment am Start und beschäftigen uns natürlich auch sehr stark mit dem Thema Electric Mobility, das heißt die Abhängigkeit des Unternehmens vom Verbrennungsmotor zu reduzieren, machen auch entsprechend elektrische Antriebe. Mittlerweile haben wir unsere Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor auf unter 27% reduziert. Und das wird sich weiter fortsetzen, was ja ein Thema in der gesamten Automobilindustrie ist. Die gesamte Automobilindustrie ist ja gerade in einer riesengroßen Transformation. Unternehmen wie beispielsweise auch eine ZF oder auch die OEMs wie VW, BMW und Co. Transformieren sich sehr stark hin in Richtung Softwareunternehmen. Und das ist natürlich etwas, was die ZF auch sehr stark umtreibt. Dementsprechend spielt Cybersecurity bei uns natürlich eine ganz große Rolle. Der Oliver hat es gesagt, ich habe hier mittlerweile deutlich mehr in der Verantwortung als in Anführungsstrichen nur das Thema Cybersecurity. Ich verantworte hier bei der ZF den kompletten weltweiten IT-Betrieb, bin aber eben auch für das Thema IT-Security, sprich Enterprise IT-Security im Unternehmen mit meinem Team verantwortlich. Habe aber auch eine gewisse Verantwortung, was das Thema Cybersecurity auf dem Shopfloor, das heißt in unseren weltweit über 350 Standorten angeht, weil ich eben auch das Thema beispielsweise IT, Delivery und Support bis runter auf den Shopfloor mache und habe auch eine gewisse Verantwortung und spiele eine gewisse Rolle, wenn es um das Thema Product Cybersecurity geht, weil auch hier in dem Bereich natürlich im Backend einiges zum Einsatz kommt bis hin in die Cloud. Und darauf würde ich mich heute mal fokussieren, was wir in diesem Bereich so tun. Grundsätzlich ist das Thema Cybersecurity so, dass es in der ZF einige Stakeholder gibt. Das heißt, neben der IT gibt es die Forschung und Entwicklung, gibt es Compliance-Bereiche, es gibt Corporate Security, es gibt Enterprise Risk Management, Audit etc. Wir versuchen, das hier über entsprechende Panels dann so zusammenzuführen, dass wir dem Vorstand beziehungsweise auch den Aufsichtsräten hier eine ganzheitliche Sicht darauf geben können. Das heißt, was sind die aktuellen Risiken? Wie sind wir als Unternehmen hier aufgestellt? Und auch in dem Beispiel, was sind die Risiken, was unsere Produkte und Services angeht? Wir führen das, wie gesagt, über ein entsprechendes Panel hier regelmäßig zusammen, um wirklich im Unternehmen eine gemeinschaftliche Sicht darauf zu entwickeln, welche Bedrohungen und Risiken sehen wir hier aktuell in den verschiedenen Bereichen, welche Schlussfolgerungen müssen wir daraus ziehen, welche Projekte müssen wir daraus starten und wie müssen wir unser Geld hier in dem Bereich möglichst sinnvoll investieren. Ein großes Thema, was uns und viele andere natürlich auch jenseits der Automobilindustrie umtreibt, ist das ganze Thema Regulierung, Gesetze und Standards. Da ist jedes Land, jede Region, also ich sag mal, wenn man sich in einem globalen Unternehmen wie einer ZF bewegt oder auch in meinem vorherigen Job einer Siemens, sind viele Länder in ähnlicher Art und Weise unterwegs, aber trotzdem recht unterschiedlich. Und das ist natürlich für globale Unternehmen eine ganz enorme Herausforderung, sicherzustellen, dass man zu all diesen Gesetzen und Regelungen, die es da so gibt und die auch gerade in der Entwicklung sind, dass man da sich immer konform verhält. Das birgt dann immer nicht unerhebliche Herausforderungen, wenn man sich eben weltweit nicht gemeinschaftlich auf Standards einigen kann, sondern da jeder sein eigenes Ding so ein bisschen macht. Das macht das global operierende Unternehmen, ob das jetzt eine ZF ist oder ob das andere Unternehmen sind, nicht immer so ganz, ganz leicht. Also gerade was dann auch so Sachen wie Cross-Border-Data-Transfers innerhalb des Unternehmens angeht beispielsweise. Oder kann ich bestimmte Applikationen, bestimmte Software von einem Land ins andere schicken, wenn ich sag mal, in Deutschland etwas entwickelt habe und das in China in ein Produkt einbauen will, dann kann es da auch manchmal diverse Hürden geben. Im Bereich, das beschäftigt uns natürlich vor allen Dingen dann auch im Bereich Product Security.
In der Vergangenheit war dieser Themenbereich eher sehr stark von unseren Kunden getrieben, den sogenannten OEMs, BMW, Daimler, VW, Jaguar Land Rover, GMC und anderen. Das heißt, als Zulieferer haben wir denen unsere Komponenten nach deren Vorgaben geliefert und die haben dann dadurch, dass der OEM ja die Verantwortung für das Gesamtsystem gehabt hat, dann auch die Verantwortung quasi und solange wir nach deren Vorgaben gearbeitet haben und die uns bestätigt haben, dass wir alles ordnungsgemäß nach deren Vorgaben umgesetzt haben, waren wir bei dem Thema mehr oder weniger fein raus. Also nicht, dass uns das Thema nicht beschäftigt oder interessiert hat, aber es war in der Vergangenheit etwas einfacher, als das heute ist. Heute sind wir da sehr viel stärker als in der Vergangenheit auf uns allein gestellt. Natürlich haben wir mit Kundenanforderungen zu tun, nach wie vor zu tun, gar keine Frage. Und da ist auch jeder Kunde teilweise ein bisschen anders unterwegs. Manchmal passiert es dann, dass sich, wie zum Beispiel in Deutschland, die Automobilindustrie auf gemeinsame Standards verständigt, den sogenannten TISAX-Standard. Wo man dann auch fragt, naja, wir haben doch ISO 27000, wieso braucht es dann noch TISAX und so weiter? Die Frage ist sicherlich berechtigt. Und dann auch die Frage, warum braucht es jetzt hier einen deutschen Standard? Was ist mit amerikanischen Automobilherstellern und so? Aber das ist eine Diskussion, die ich hier nicht aufmachen will. Also Fazit, hier gibt es gewisse Anforderungen und Erwartungen unserer direkten Kunden, aber selbstverständlich natürlich auch der Endkunden, was das Thema Cybersecurity angeht, insbesondere natürlich dann im Hinblick auf Aspekte wie Datenschutz und vor allen voran das Thema Safety. Ja. Was uns im Moment sehr stark umtreibt und viele andere in dieser Industrie ist das Thema UNECE R155. Das ist ein neuerer Standard, der direkt auf die Automobilindustrie abzielt und zudem künftig auch alle Produkte entsprechend compliant sein müssen, die dann ins Feld gebracht werden. Und das ist ein Thema, was im Moment sowohl die OEMs als auch die Zulieferer sehr stark umtreibt, um hier eine Konformität herzustellen, weil wenn die nicht da ist künftig, dann kann ich halt meine Produkte nicht mehr in den Markt bringen. Neben ganz allgemeinen Themen wie, was sind eigentlich die aktuellen Risiken und Bedrohungen in diesem Bereich? Wie sieht eigentlich künftig die Produktlandschaft aus? Also gerade wenn ich in Richtung digitale Services denke, wir haben ja beispielsweise auch große Flottenmanagement-Lösungen etc. pp. Dann sind das natürlich auch Themen, die uns hier umtreiben. Also wie gesagt, UNECE ist im Moment im Bereich Product Cyber Security sehr weit oben auf der Agenda, weil, wie gesagt, wenn unsere Produkte nicht konform dazu sind, dann können wir die nicht mehr verkaufen, dann wird uns die kein OEM abnehmen. Und wenn man weiß, wie lang die Produktentwicklungszyklen in diesem Bereich sind, kann man ein Stück weit ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig das eigentlich für das Geschäft des Unternehmens ist. Und dementsprechend haben wir hier ein enormes Augenmerk im Moment drauf. Natürlich sind da auch viele andere Sachen gerade unterwegs, die hier diskutiert werden, gar keine Frage, und die uns dann in anderem Kontext treffen. Wie gesagt, wir sind ja auch im Bereich industrielle Anwendungen unterwegs. Wir sind im Bereich beispielsweise Windturbinen unterwegs, wo es dann nochmal ganz andere Anforderungen gibt. Aber das hier ist UNECE, ist im Moment so ein Kernthema in dem Bereich Product Security. Demzufolge, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, haben wir das auch in unserer Unternehmensstrategie sehr stark verankert, das Thema Product Security, haben es sehr stark auch in die Entwicklungsprozesse beispielsweise integriert, haben natürlich auch, wie viele andere, damit zu kämpfen, dass es gar nicht so viele Cybersecurity-Talente auf dem Markt gibt, wie wir eigentlich bräuchten. Das heißt, dass wir dann eben auch sehr stark hier in eigene vorhandene Mitarbeiter investieren, die dann eben entsprechend aufschlauen und jetzt dann über die Zeit zu Cybersecurity-Experten machen. Aber die Botschaft hier ist, dass wir dieses Thema sehr stark in unserer Unternehmensstrategie auch entsprechend verankert haben, weil es einfach eine enorme wirtschaftliche Bedeutung auch hat. Ja. Wir sehen durchaus auch den Aspekt, dass es uns gegebenenfalls Wettbewerbsvorteile geben kann. Das ist im Moment noch nicht ganz so stark gegeben.
Aber es gibt durchaus Aspekte, wo wir sagen, naja, könnte künftig auch zu einem Wettbewerbsvorteil gehen. Wie gesagt, im Moment sind alle damit beschäftigt, diese Standards zu erfüllen. Da kann man sich wenig über das Thema Cybersecurity am Markt differenzieren. Das ist in anderen Bereichen in dem Unternehmen, wo ich vorher war, dann schon ein bisschen anders, also ein bisschen weiter vorangeschritten. Aber wir sehen das eben auch hier bei der ZF, dass eben das Thema, dass dieses Thema dann auch vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle das Zünglein an der Waage sein kann. Und dementsprechend überlegen wir uns natürlich auch, wie können wir uns hier dann gegebenenfalls auch ein Stück weit differenzieren künftig. Und genau aus dem Grund, beziehungsweise aus dem Grund, dass wir gesagt haben, dass das ein so wichtiges Thema für uns ist und dass es für uns halt auch essentiell ist, ich sag mal, am berühmten Leading Edge of Technology zu sein, haben wir vor 2 Jahren ein Technologiezentrum AI und Cybersecurity gegründet. Am Anfang waren das eigentlich 2 Technologiezentren, eins für AI und eins für Cybersecurity, aber wir haben es dann zu einem zusammengelegt, weil damals war das noch relativ klein und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir jetzt hier einen Standort mit 10 Mitarbeitern haben und dann kriegst du keinen Verkauf, dass es 2 Zentren sind. Es gibt aber auch gegenseitige Berührungsaspekte. Natürlich nutzen wir auch die AI in der Cybersecurity, aber es gibt eben auch ganz interessante Security-Herausforderungen in der AI. Wir sind ja, wie gesagt, im Bereich autonomen Fahren auch unterwegs. Und Model-Stealing ist dann ein Szenario. Das heißt, wenn ich dann relativ aufwendig eine AI trainiert habe und dann ist jemand anderes in der Lage, einfach das Modell dann zu entwenden, dann hat das natürlich wirtschaftliche Konsequenzen. Und insofern macht das schon auch Sinn, dies ein Stück weit gemeinsam zu betrachten. Das Technologiezentrum ist in Saarbrücken angesiedelt. Saarbrücken ist in Deutschland einer unserer größten Produktionsstandorte. Und wir haben in Saarbrücken dann eben auch entsprechende Partner wie das DFKI oder auch das CISPA, sind aber jetzt auch dabei, hier weitere Partner mit reinzunehmen. Es gibt Berührungspunkte mit Fraunhofer, Berührungspunkte auch teilweise mit Siemens, aber da komme ich dann gleich noch dazu. Was wir hier in diesem Technologiezentrum machen, ist, dass wir tatsächlich Forschung und Entwicklung betreiben, im Moment noch zu einem relativ kleinen Teil. Kernteil ist im Moment, was wir Engineering Fundamentals nennen. Das heißt, dass wir die verschiedenen Engineering-Teams in der ZF hier wirklich mit Basisbausteinen, auch Basis-Know-how versorgen, Blaupausen, Referenzarchitekturen etc. versorgen. Also das macht im Moment den größten Teil dessen aus, was wir im Technologiezentrum machen. Stellenweise bieten wir dann auch Engineering-Support, das heißt, wenn es dann um wichtige Kundenprojekte geht, wenn es um Spezialthemen geht, dass wir dann da noch reingehen. Aber die Idee ist, dass dieses Technologiezentrum sich auf Forschung und Entwicklung künftig konzentriert in dem Bereich und die anderen Themen dann sukzessive in die Fachbereiche, in die Divisionen und in die Entwicklungsbereiche übergehen. Aber wir geben danach nach wie vor auch sehr viel Geburtshilfe in dem Sektor. Themen, mit denen wir uns dann dort beschäftigen, ist klar, das Thema Sicherheit im Fahrzeug, insbesondere die sichere Kommunikation im Fahrzeug zwischen den verschiedenen Elementen, den Electronic Control Units, auch natürlich klar die Sicherheit der Electronic Control Units, wie können wir diese sicherstellen, dass sie nicht manipuliert werden beispielsweise. Dann die nächste Schicht, sichere Kommunikation nach außen, aus dem Fahrzeug heraus, in ein Backend oder zwischen Fahrzeugen. Das sind Themen, die uns hier beschäftigen. Bis hin dazu dann eben auch in das Backend. Wie gesagt, wir bieten unseren Kunden ja auch digitale Lösungen, digitale Services, Flottenmanagementsysteme beispielsweise in der Cloud. Und dann spielt natürlich die sichere Kommunikation vom Backend, von der Cloud bis ins Fahrzeug, spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Und das sind, wie gesagt, Themen, mit denen wir uns hier sehr stark und sehr intensiv beschäftigen.
Wie gesagt, die ersten Forschungsaktivitäten sind gestartet und wir sind ganz froh, dass wir auch bei den ersten Förderprojekten jetzt dabei sind. Mittlerweile haben wir in dem Security-Team ein Team von 25 Mitarbeitern aufgebaut. Das wird weiter wachsen. Da werden dann sicherlich auch noch andere, hoffentlich noch andere Forschungsprojekte mit reinkommen. Hier einfach mal eine Übersicht, so ein bisschen, was ist das Spektrum, was machen wir hier mit den verschiedenen Partnern, dass wir zum Beispiel mit dem CISPA in Saarbrücken uns anschauen, wie kann Intrusion Detection und Prevention im Fahrzeug stattfinden. Wir haben ein von der EU gefördertes Projekt mit dem Ziel, Referenzarchitekturen für das autonome Fahren zu entwickeln. Aber eben auch nationale Projekte wie zum Beispiel Secure Code Development, Seitenkanal-Attacken, wo wir dann beispielsweise auch mit meinem ehemaligen Team bei Siemens sehr stark unterwegs sind, weil die im Bereich Digital Industries, die haben ähnliche oder dieselben Herausforderungen, wie wir sie im Automotive-Bereich haben. Da gibt es durchaus Synergien und wir sind natürlich auch mit einigen Herstellern hier unterwegs. In dem Fall Stichwort Control Flow Integrity, hier nach neuen Lösungen für den Automotive-Bereich zu suchen. Seitenkanal-Attacken ist eben, wie gesagt, ein wichtiges Thema, wo wir uns angucken, wie groß ist das Bedrohungs- und Risikopotenzial in dem Bereich, wie müssen wir beispielsweise unsere ECUs dann vor genau solchen Angriffen schützen. Control Flow in Integrity, wie gesagt, ist ein wichtiges Thema. Ist jetzt kein neues Thema in dem Sinne, aber im Bereich Automotive gibt's da noch nicht so viel, auch wo man sagen würde, okay, das ist jetzt schon wirklich market ready und das kann man einsetzen. Deswegen sind wir eben, wie gesagt, auch mit Herstellern hier in dem Bereich unterwegs. Wir haben natürlich, was, wie gesagt, das Thema Engineering Fundamentals, das macht im Moment den größten Teil aus, dass wir Best Practices vermitteln an die Engineering Teams, dass wir Referenzarchitekturen, Referenzhardware bauen, dass wir beispielsweise eine PKI aufbauen für Zertifikate, die dann in unsere ECUs reinkommen. Über den UNECE-Standard müssen ja künftig alle Electronic Control Units mit einem PKI-Zertifikat ausgestattet sein. Und das bedingt dann auch das Zusammenspiel, ich sag mal, zwischen dem Technologiezentrum solche Lösungen dann zu entwickeln und dann meinem Bereich dann hier in der IT diese Lösungen dann betreiben und dann zusammen mit den Engineering-Bereichen, aber auch der Produktion, spannendes Thema, sichere OTA-Konzepte, Over-the-Air-Updates, wie mache ich dann überhaupt Software-Updates? Ich muss das ja, da Fahrzeuge ja typischerweise Lebenszyklen von 10, 15 Jahren haben, muss ich dann eben auch Software-Updates über diesen Zeitraum bereitstellen und ermöglichen. Und wie mache ich das auf sichere Art und Weise? Und so gibt es eine ganze Reihe anderer Themen, mit denen wir uns da beschäftigen, wo wir wirklich hier den Engineering-Kollegen wirklich Basisbausteine dann auch zur Verfügung stellen. Oder dann in diesem Fall dann auch Hardware-Software-Referenzplattformen bauen, die dann von den Entwicklern, von den Ingenieuren hergenommen werden können als Basis für die verschiedenen Produkte in der ZF. Ja. Key-Management, wie gesagt, ein ganz großes Thema, gerade sehr stark getrieben dann auch über das Thema UNECE, dass alle ECUs mit PKI-Zertifikaten ausgestattet sein müssen. Wir machen aber auch Key-Management im eigentlichen Sinne. Das heißt, wir bauen zum Beispiel für einen großen Stuttgarter Hersteller die Schließsysteme. Und da kann man sich vorstellen, wenn dann so eine Datenbank abhanden kommt und man dann jedes dieser Fahrzeuge aufschließen kann, dann ist das wenig lustig. Hat natürlich auch die Herausforderung, dass wir hier Schlüsselmaterial dann vom Hersteller bekommen, in die Produkte einspielen müssen und dann wieder Dinge zurückspielen müssen. Also das gibt auch in dem Bereich relativ interessante Herausforderungen. Oder auch, was wir
Abfüllen in der Produktion nennen. Das heißt, wenn die Software auf die Hardware abgefüllt wird, dass man da natürlich dann in der Produktion auch nochmal besondere Maßnahmen braucht, damit da keiner zwischen reingrätschen kann. Da gibt es ein paar spannende Themen. Ja. Genau, Software-Updates habe ich schon gesagt, ist ein großes Thema. Aber eben auch hier wirklich einen sicheren Software-Stack zu bauen, diejenigen, die dann Control-Units bauen, dann einfache Basisbausteine hernehmen können, bis hin dazu, dass wir mit Firmen wie Hensoldt beispielsweise auch natürlich im Bereich sichere Betriebssysteme unterwegs sind. Und last but not least, wie gesagt, Engineering-Support, da geht es dann meistens um Spezialthemen. Mittlerweile sind die verschiedenen Produktbereiche da recht gut aufgestellt, aber manchmal gibt es dann halt so Spezialthemen, wo wir dann aus dem Technologiezentrum her unterstützen, natürlich im Sinne des Geschäfts und zum Wohle des Kunden. Ja, ich hoffe, ich konnte damit mal kurzen, knappen Einblick geben, womit wir uns hier in der ZF in Sachen Product Cyber Security beschäftigen. Auch, wie gesagt, ein Stück weit anknüpfend an das, was Mario Hoffmann beim letzten Mal vorgestellt hat, womit sich eine Continental beschäftigt. Und freue mich dann gleich auf die Gespräche. Und wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank, hier heute dabei sein zu dürfen. Ja, danke schön erstmal an dich, Rolf, für die Vorstellung. Interessante Folien. Eine Frage gleich, weil hier auch im Chat wegen der Lesbarkeit der ein oder andere vielleicht Probleme hatte. Können wir die Folien im Nachgang zur Verfügung stellen von deiner Seite? Ja, klar. Also lass mich nochmal drüber gucken, dass nicht aus Versehen nur noch irgendwas draufsteht. Genau, aber dann kriegen wir die rum und dann können die Leute das nochmal im Nachgang vielleicht auch nochmal, was sie da vielleicht nicht lesen konnten, nochmal entziffern. Ja, also ich stehe natürlich auch im Nachgang gerne zur Verfügung, wenn es da Themen gibt, wenn es da Fragen gibt, überhaupt kein Thema. Ja, Erinnerung, Sie können gerne im Chat Fragen stellen. Ich hätte jetzt vorab schon mal ganz klar eine Frage mit den, da kommt schon eine, ich gebe dem Herrn Rothmeier von Maxell Software mal den Vorrang. Setzen Sie Datenbanken im Fahrzeug ein? Wenn ja, welche? Nein, wir setzen keine Datenbanken im Fahrzeug ein. Das ist dann eher Sache der OEMs. Also das ist dann auch eine Diskussion da. Nein, wir setzen im Fahrzeug keine Datenbanken ein. Mhm. Dann hätte ich noch eine Frage. Also ihr macht ja im Labor viel mit AI. Ich habe jetzt einfach mal gemutmaßt, dass ihr da auch im Fahrzeug mit Intrusion Detection Systemen auch AI zum Einsatz kommt. Das ist ein Forschungsprojekt, was wir mit dem CISPA haben, wo wir sagen, okay, wie kann denn Intrusion Detection, Intrusion Prevention im Fahrzeug funktionieren? Ob und wo dann AI zum Einsatz kommt, das wird man dann sehen. Mhm. Dann habe ich hier noch eine Frage vom Herrn Mühl. Wie sehen Sie die Verbindung zwischen Safety und Security? Zum Beispiel ein IDS Prevention könnte ja safety-relevante Messages blockieren. Also das ist in der Tat ein spannendes Thema. Jetzt muss man sagen, das ganze Unternehmen ist ja auf Safety getrimmt. Das war für das Thema Security von sehr, sehr großem Vorteil für das Thema Product Security, weil es einfach über das Thema Safety und ich sag mal, hier geht es ja dann auch um Zulassung der verschiedenen Behörden. Die Produkte müssen ja zugelassen werden und dementsprechend durch Prüfungen durch, sodass wir die notwendigen Prozesse im Prinzip schon etabliert hatten und das Thema Cybersecurity quasi immer nur so anflanschen mussten. Das heißt, wir haben das Thema Safety sehr gut im Produktentwicklungsprozess verankert und mussten an denselben Gates quasi nur das Thema Security anflanschen. Wir sehen jetzt nicht, dass es hier ein Spannungsfeld gibt. Natürlich gibt es über das Thema Security Bedrohungen, die sich dann negativ auf das Thema Safety auswirken können. Aber Safety steht immer an alleroberster Stelle. Ja. Also dass Fahrzeuge dann im schlimmsten Fall auch sicher zum Halten und Stehen kommen, beispielsweise. Also Safety hat da immer entsprechenden Vorrang. Der Herr Mühl hat noch nachgeschoben, auch Firewalls oder Encryptions. Aber ich denke, das gilt dann ähnlich, oder? Das gilt dann ähnlich, ja. Genau. Okay,
Dann gibt es noch eine Frage von Herrn Rothmeier nochmal. AI, sagt er, heißt dann nur Machine Learning oder gibt es da auch regelbasierte Systeme? Nein, auch regelbasierte Systeme, ja. Also wir beschäftigen uns, wie gesagt, in dem Technologiezentrum sehr umfassend mit AI. Wir haben im AI-Team mittlerweile auch 30 Leute, die hier sehr eng zusammenarbeiten, auch sehr eng mit den Fachbereichen zusammenarbeiten. Klar, ganz klar im Vordergrund ist da das Thema autonomes Fahren oder auch Assistant Driving. Ja, das ist ganz klar. Aber es gibt eben auch, wie gesagt, gemeinsame Themen zwischen AI und Cyber Security. Also AI in der Cyber Security zu nutzen, aber auch zu gucken, wie ich eingangs gesagt habe, das Thema Model Stealing, weil dann ist dein ganzes Kapital im Prinzip weg, wenn jemand dann wohltrainiertes AI-Modell einfach so mitnehmen kann. Ne? Und wir haben ja Szenarien in bestimmten Ländern, wo wir Sensordaten nicht selber einfahren dürfen, sondern nur von der jeweiligen Regierung zugelassene Firmen, wo wir auch auf diese Sensordaten nicht zugreifen dürfen, wo wir aber dann unsere Algorithmen hinliefern müssen und dann die Ergebnisse zurückbekommen. Und ich sag mal, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, da ist natürlich auch die Frage, ja, wie kann ich denn jetzt hier die Algorithmen schützen, dass die einfach jemand dann mitnehmen kann. Ne? Mhm. Also da gibt es eben auch spannende Forschungsfragen und deswegen hat es dann auch Sinn gemacht zu sagen, wir machen daraus ein gemeinsames Technologiezentrum und nicht zwei getrennte. Ja, wir haben das letztens auch ja mal bei einem anderen Event diskutiert und da wurde eigentlich auch immer von der Ergänzung dieser regelbasierten und der reinen Machine Learning Sachen gesprochen. Gibt noch eine Nachfrage? Ja, ich meine, Machine Learning hat natürlich im Enterprise IT enorme Vorteile. Ja, ich meine, im Enterprise IT Bereich verarbeiten wir derzeit 3 Terabyte an Logdaten pro Tag. Ja, und da bist du natürlich mit Machine Learning unheimlich gut dabei, erstmal hier vorzufiltern. Klar, im Unternehmensnetzwerk ist das einfacher, die Trainingsdaten für Fahrzeuge, das ist eine andere Herausforderung, ne? Das ist eine andere Herausforderung, ja. Ja. Letzte Frage noch vom Herrn Mühl hier nochmal. Safety-Prozess sind überwiegend nur auf die Entwicklung ausgelegt und weniger während des Betriebs. Während Security eine konstante Anforderung während des Betriebs ist, daher ist ein Safety-Prozess während des Betriebs in der Regel nicht geeignet. Jetzt muss ich ausklappen. Security abzubilden. Auch in Ihren Folien waren entsprechend Security Operations angegeben. Was mussten Sie daher ändern? Fragt der Herr Mühl. Naja, also ich sag mal, das ganze Thema Security Management im Fahrzeug ist ja ein Thema, was sich noch recht stark entwickelt. Also wo man jetzt nicht sagen kann, so wie im Enterprise-IT-Bereich, ich habe einfach hier mein Security Operations Center, ich habe mein SIEM etc. pp. Das habe ich ja so heute im Fahrzeug nicht natürlich. Und das machen wir auch, denken wir darüber nach, wie können wir das hier adaptieren. Es ist sicherlich richtig, dass, ich sag mal, im Bereich Security habe ich eher einen kontinuierlichen Prozess, weil sich die Bedrohungslandschaft ändert und weil ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt da drauf komme, dass ich irgendwo ein Sicherheitsproblem habe, was ich am Anfang nicht auf dem Schirm hatte, warum, wieso, weshalb auch immer. Dementsprechend muss ich darauf reagieren. Habe ich im Safety-Bereich zum Teil auch, ja, dass es dann Unfälle gibt und man dann eine Ursachenanalyse macht und dann etwas feststellt und dann gibt es da die bekannten Rückrufaktionen. Also insofern ist es auch nicht da, okay, Fahrzeug ist draußen und ich muss mich nicht mehr drum kümmern, sondern da gibt es ja den sogenannten PPAC-Prozess von allen gefürchtet, der dann zu aufwendigen Rückrufaktionen führt. Also wenn zum Beispiel der Timer für einen Airbag einfach einen Bruchteil einer Sekunde zu spät auslöst, das kann dann schon interessante Aktionen nach sich ziehen, aber klar, im Security-Bereich habe ich natürlich sehr viel kontinuierlicher und muss dann auch sehr viel häufiger mit Updates kommen, aber ich muss dann eben auch jedes Mal durch die Zulassung durch, ja, und das ist dann halt etwas, das habe ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auch gesehen, wenn du dann ein Security-Problem identifiziert hast, wenn du es patchen könntest, aber dann das Eisenbahnbundesamt erstmal 6 Monate braucht zum Prüfen, ob das auch alles okay ist, aber deine ICEs in den 6 Monaten weiter unterwegs sind, was machst du denn da? Also das heißt, hat natürlich dann auch sehr viel, gibt dann auch sehr viel Diskussion mit den Regulierern, weil ich sag mal,
In solchen Fällen darfst du ja dann nicht ein Bit ändern, weil wenn du das änderst, musst du immer durch den Zulassungsprozess durch. Und das ist hier sicher auch eine sehr starke Herausforderung, wo man dann eben auch die Regulierung und die Behörden mitnehmen muss und sagt, okay, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Ja, also nach dem Motto, ich habe ein Problem identifiziert, ich könnte es auch sofort lösen, ich darf es aber nicht, weil ich jetzt erstmal warten muss, bis die 6 Monate geprüft haben. Ja. Ja, danke schön, Rolf. Gibt noch mehrere Fragen. Ich würde die Kollegen aber bitten, das an den Tisch zu verlagern, der jetzt zur Verfügung steht. Der Herr Dr. Reinemar ist am Tisch 1. Sie müssen sich dann einfach nur gleich beim Networking zum Tisch bewegen, einfach Join klicken und dann können Sie da dran teilnehmen. Dankeschön erstmal, Rolf, für den spannenden Vortrag und die Antwort hier auf die Fragen. Wir kommen jetzt gleich zum Speed Networking. Da gibt es so einen kleinen Button, der ist grün bei den meisten, es sei denn, Sie haben jetzt, Sie sind hier über ein iOS-Gerät drin, dann haben Sie den Button vielleicht nicht. Dann können Sie aber sich an den Tischen bewegen und dem Herrn Reinemar oder mit anderen auch ins Gespräch kommen. Ansonsten können Sie auch einfach die Networking, das Speed Networking starten. Sie werden dann automatisch jemandem zugelost. Sie können auch wechseln zwischen den beiden Modi, also erst zum Herrn Reinemar gehen und dann beim Speed Networking mitmachen, wenn Sie Lust haben. Ja, es freut mich, dass wir wieder so viele Teilnehmer hatten. Ich darf auch schon hinweisen auf den nächsten Termin. Dort wird uns am 26. Oktober der Herr Dr. Dietzel von der DCIX einen Einblick in die Arbeiten der DCIX geben, also diesen großen Internetknoten in Frankfurt, und damit ist der Schwerpunkt ein bisschen verlagert hin zur Internetsicherheit, wird sicherlich auch ein spannendes Thema. Ich darf mich nochmal bedanken beim Herrn Dr. Reinemar. Danke für Ihre Teilnahme auch schon mal und wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Networking. Das Networking beginnt jetzt, aber wir sammeln uns hier nicht mehr. Insofern bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Auf Wiedersehen und alles Gute.